Hallo zusammen, hier bei Calumet Photographic. Heute schauen wir uns einmal die Z50 an, die erste spiegellose APS-C-Kamera aus dem Hause Nikon. Dazu werden wir uns gleich in den Hamburger Michel begeben. Nikon hat jetzt die erste spiegellose Systemkamera der Z-Serie mit APS-C-Sensor im Programm. Bei Nikon lautet die Bezeichnung der Kameras mit APS-C-Sensor ja DX oder DX-Format und sie kroppen mit dem Faktor 1,5. Die Z50 besitzt einen 20,9-Megapixel-Sensor und damit kann man schon allerhand anfangen. Viele von euch kennen sicher schon die Vollformatkameras Z7 und Z6 oder haben sie sogar schon in der Hand gehabt. Ähnlich fühlt sich diese hier an, nur ein bisschen kleiner. Wobei handlicher vielleicht sogar passender ist, denn die Kamera liegt schön in der Hand und es fehlt von der Haptik her an nichts. Aber das ist natürlich alles relativ. Wer gerne einen richtigen Fotoboliden in der Hand hat, vom Kaliber D850, der ist hier nicht wirklich richtig. Wer aber einen handlichen Begleiter sucht, sicher schon. Hat ja aber auch immer damit zu tun, wie viel Fotogepäck man bereit ist, mit sich herumzutragen. Ich mach's kurz. Tiefer, komfortabler Griff sowie durchdacht platzierte Tasten, Einstell- und Wahlräder. Auch auf dem Touchscreen befinden sich Bedienelemente. Okay, also von der Haptik her alles dran. Und was ist drin? Ich könnte nur das Datenblatt runterbeten, aber ich möchte euch damit nicht die Zeit stehlen. Das Datenblatt könnt ihr hier bei uns bei Calumet in der Produktbeschreibung einsehen. Ich möchte euch lieber zeigen, wie sich die Nikon Z50 in der Praxis schlägt. Doch bevor es losgeht, werfen wir noch schnell einen Blick auf den Sensor oder eigentlich auf den Bajonettanschluss, den Z-Bajonettanschluss. Logisch, Z-Kamera ist gleich Z-Bajonett. Welchen Vorteil hat das? Naja, ihr könnt da eben alle Z-Objektive ansetzen, sowohl die für DX- wie auch für FX-Sensoren. Also solche Objektive, die für das Vollformat gerechnet sind. Solltet ihr irgendwann auf eine Vollformat-Z-Kamera umsteigen wollen, dann habt ihr auf jeden Fall schon einmal die richtigen Objektive im Köcher und müsst nicht noch weiter in den Geldbeutel greifen. Außerdem ist die Z50 über den Bajonettadapter FTZ mit vielen Nikkor-Objektiven mit F-Bajonett kompatibel. Wer also Nikkor-Objektive von seiner FX- oder DX-DSLR besitzt, kann diese auch weitgehend an der Nikon Z50 verwenden. Wenn Zweifel bestehen, kommt einfach vorbei. Die Kollegen aus dem Verkauf werden euch dazu gern beraten. Am besten bringt ihr dann auch das entsprechende Objektiv mit. So, ich packe jetzt die Z50 ein und ab geht es zum Praxischeck. Da ist sie, die St. Michaeliskirche, die besser bekannt ist als Hamburger Michel. Die St. Michaeliskirche ist der bekannteste Kirchenbau von Hamburg und gilt auch als bedeutendste Barockkirche Norddeutschlands. Also, was habe ich dabei? Die Z50 und sonst nichts. Also kein Blitz, kein Extralicht oder sonst etwas. Und sollte ich doch etwas Blitzlicht brauchen, dann ist ja da immer noch der integrierte Klappblitz. Ich fotografiere also so, wie auch ihr vermutlich unterwegs sein würdet, denn ich möchte wissen, was am Ende rauskommt und das pur und ungeschönt. Nur so kann ich meiner Meinung nach wirklich eine Kamera beurteilen. Außerdem vertraue ich mal auf den von Nikon genannten ISO-Bereich von bis zu 51.200. Die gezeigten Bilder hier und im Laufe des Beitrags sind übrigens allesamt unbearbeitet, also out of camera. Ich denke, damit könnt auch ihr euch einen guten Eindruck verschaffen. Ich fotografiere hier mit dem Kit-Objektiv, dem Zoom Nikkor ZDX 16 bis 50 mm mit Lichtstärke 3,5 bis 6,3 und integriertem Bildstabilisator bei Nikon VR genannt. Die Nikon Z50 bietet eine gute Bildqualität selbst bei schwachem Licht und fokussiert sicher per Hybrid-Autofokus. Bis zu 11 Bilder pro Sekunde sind hier drin. Dabei arbeiten 209 Autofokus-Messfelder auf dem Sensor und decken horizontal und vertikal etwa 90% des Bildausschnitts ab. Und für eine schnellere Bildverarbeitung sorgt der Bildprozessor Xpeed 6. Ich fotografiere hier in der Kirche übrigens frei aus der Hand und wie man sieht, liefert die Kamera richtig gut ab. Eine Bildauswahl findet ihr übrigens auch auf unserer Homepage unter calumetfoto.de/magazin und könnt euch dort noch einmal von der wirklich großartigen Bildqualität überzeugen. Kommen wir nun zu meinem persönlichen Lieblingspunkt Video und den Autofokus testen wir jetzt einmal aus. Schneller und lautloser Autofokus. Gut, beherrscht sie also auch. Und das Objektiv ist mit einem leistungsstarken Bildstabilisator ausgestattet, um Verwacklungen sowohl beim Film als auch beim Fotografieren auf ein Minimum zu reduzieren.
4K-UHD-Filme mit 30 Frames per Second sind mit der Nikon Z50 möglich. Dies mit hoher Detailschärfe und Tiefe. Auch 4K-Zeitraffersequenzen lassen sich mit der Nikon Z50 erstellen. Und einen Mikrofoneingang hat sie. Damit geht die Nikon Z50 beim Bewegtbild in die semi-professionelle Richtung. Das ist schon ein großer Vorteil. Gerade wer Sprache, besonders in einem lauten oder windigen Umfeld, aufzeichnen möchte, wird dies zu schätzen lernen. Und ein Mikrofon ist bereits für kleines Geld zu haben. Dann wäre da noch der intelligente Augenautofokus. Den kennen wir schon aus den Modellen Z7 und Z6. Ist der Modus Augenautofokus eingestellt, stellt die Kamera automatisch auf die Augen der porträtierten Person zuverlässig scharf. Das ist ein besonderer Vorteil, da man sich so komplett auf das Motiv bzw. auf den Ausdruck der Person konzentrieren kann und der Fokus stets auf dem Auge sitzt und nicht etwa auf der Nasenspitze oder dem Ohr. Denn das ist schnell passiert, gerade wenn sich die Person bewegt. Also hier alles bestens mit dem Augenautofokus. Zuletzt noch ein Wort zu den Kreativeffekten, die sich in der Kamera befinden. Vielleicht nicht jedermanns Sache, aber manchmal ganz schön, dieses Tool zu haben. Mit den 20 kamerainternen Effekten lassen sich über Fotos und Videos verschiedene Filter legen und so verschönern oder gestalten. Nennt es wie ihr wollt, auf jeden Fall verändern. Probiert es aus und macht euch selbst ein Bild davon. Es ist gar nicht so schlecht, so etwas an Bord einer Kamera zu haben. Und ihr wisst ja, haben ist besser als wollen. Und dann wohin mit den Bildern? Gleich auf Instagram laden? Die Nikon Z50 beantwortet dies mit gerne ja. Fotos lassen sich nämlich dank Wi-Fi und Bluetooth-Verbindung und der Nikon-App SnapBridge mit einem Smartphone einfach ins Netz laden. Was dabei ganz praktisch ist, ist die Z50 erst einmal mit der App verbunden, dann kann sofort und automatisch eine webfähige 2 Megabyte große Bilddatei auf das Smartphone übertragen werden, wenn ein Foto erstellt wird. Ihr fertigt also wie gewohnt mit der größeren oder mit der großen Kamera die Fotos an, JPEG und RAW, und zusätzlich produziert die Kamera eine Web-Variante, die sich dann schnell und einfach ins Netz stellen lässt. Die Übertragung von Bildern und Videos geht natürlich auch manuell. An dieser Stelle vielleicht noch zu erwähnen, es lassen sich auch RAW-Dateien ins Smartphone verschieben, um sie entweder weiter zu versenden oder diese weiter in Apps zu bearbeiten. Die Web-Dateien lassen sich über die App dann auch mit GPS-Daten versehen. Was ich persönlich sehr charmant finde, ihr könnt euer Smartphone mittels dieser App auch als Fernauslöser benutzen. Die App ist kostenfrei, ein Fernauslöser ja weniger. So, das war unser Praxischeck zur Nikon Z50. Wenn ihr mich jetzt fragt, für wen die Z50 geschaffen ist, würde ich sagen, sie ist eine gute Kamera für alle Fotobegeisterten, die auf der Suche nach einer Kamera für den Einstieg in die spiegellose Fotografie sind. Also auch für Nikonisten, die noch mit einer D5300 oder D5500, D7000, D7100 und 7200 unterwegs sind. Oder ganz einfach für Neueinsteiger auf der Suche nach der ersten Systemkamera. Die Kamera hat eine Menge Potenzial und man ist schnell mit ihr vertraut. Wer sich die Nikon Z50 einmal genauer anschauen möchte, der kommt am besten in eine unserer 7 Kalumit-Filialen vorbei und probiert sie aus. Wer sich sicher ist, kann natürlich auch sofort online bestellen. Na denn, macht's gut und wir sehen uns bei Kalumit.